Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Apex und heute mit Johannes. Hallo. Wow, es gibt nicht viel zu sagen, also würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde. Okay Leute, wir sind dann jetzt auch in der Runde. So. Ah, sieht schön aus. Jetzt so, by the way mal, Johannes hat eine lange Zeit nicht gespielt, er hat zuletzt in Season 1 mitgespielt. Deswegen kennt er den ganzen Stuff hier jetzt noch nicht, also es gibt ja jetzt ein krass Neues außer die Map. Vielleicht ein, zwei neue Waffen. Ich würde sagen, den Dahlen und jo. Ja, jetzt... Die Stuff sieht cool aus. Johannes seiner Meinung nach muss ich ihn jetzt durchcarryen. Ja. Aber so bin ich nicht. Aber ich versuche mein Bestes, Leute. Ja. So. Ich gehe hier rüber. Ja, belassen, wenn keine Waffe hat. Draußen gab's nicht, ne? Ne, in diesem Spiel nicht. Oh. Ja, okay. Johannes von Durchcarryen wird hier nichts. Ah, genau, direkt wieder. Danke dafür. Komm, Johannes. RIP. Ja, scheiße. Ja Leute, das war schon mal eine gute erste Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Auch noch nicht nächste Runde erstmal Apex-Pack öffnen. Let's go. Natürlich ist nichts krasses drin. Okay Leute, wir sind jetzt in der neuen Runde. Ich spiele diesmal Octane und Johannes. Brave. Wir machen eine kleine Speed-Do-Runde. Wie man das so schön sagt. Ja genau, wenn man falsch abspringt, ist das belastend. So, ich hab das Sniper. Die Triple Take. Jo, kann ich mir denken. Die war doch krass, soweit ich weiß. Gesehen. Kommt drauf an, ob du mit der triffst oder nicht, aber wenn ich jetzt eine Sniper nehme, nehme ich lieber die G7. Ich scoute. Ja, die ist halt die quasi schlechteste, also die am wenigsten Schaden macht, glaube ich. Ja, aber ich komme, dafür gibt es auch einen neuen Aufsatz, dass du mehrfach Schüsse machen kannst. Und es gibt jetzt auch ein krasses neues, was heißt krass, aber ein neues Elektrogewehr. Ein Ries. Ah, okay. Das macht, glaube ich, sogar einen Ticken mehr Schaden als die. Das ist doch ein Träumchen hier, meine zwei Lieblingswaffen. Also, wenn du jetzt mit Energy-Ammo rumläufst, dann. Bitteschön. Hast du Schermuni? Brauchst du Schermuni? Kann ich dir leider ganz geben, hab selber keins. Oh fuck, das war. Ah, oh, miese Prise. Belassen, wenn man keine trifft. Ah, scheiße. Oh, ich. Oh, du hast mich gerade durch ein Portal gerettet. Du hast dich gerade echt durch dein Portal gerettet. Lol. Ja, das es erschien genau in dem Moment, wo er auf mich schießen wollte, und dann wurde ich zurückgepillt. Das war aber legit. Hey, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, das ist mein Shit Recharge. Oh fuck, hier sind noch welche. Was? Wir können auch einfach nach oben machen, nach oben gehen. Ah, nicht nach oben gehen. Das war eine schlechte Entscheidung. Wenn er jetzt runterkommt. Ja, er kommt runter. Er ist runter. Oh Mann. Ja, aber. Hab ich auch in meinem letzten Video gesagt, in meinem Festvideo. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast. Nein. Da hab ich auch so gesagt, so am Ende der Abmoderation. Ja, schaut doch mal bei Flo vorbei. Hoffentlich macht er bald mal ein Video oder irgendwie sowas, hab ich gesagt. Man munkelt, er habe ein Video. Er macht jetzt gerade an einem Video. Als ich ihn gefragt habe, ne, hat er so gesagt, so, yo, ich hab grad Video. Dann habe ich gesagt, yo, wollte ich eigentlich gerade fragen, ob wir zusammen Video aufnehmen wollen. Vor allem schreibt er mir so, ja, was wolltest du denn aufnehmen? Oh, wir haben Gegner hier. Ja, warte, wo war ich jetzt? Da stehen geblieben, genau. Dass er halt gerade ein Video schneidet und ich eins eigentlich mit ihm aufnehmen wollte. Und dann habe ich ihn angerufen. Und genau in dem Moment war er gerade erst beim Intro beim Schreiben. Oh, ja, wahrscheinlich. Ich werd. Oh Mann, ich werd gesandwiched. Machen entspannten, Jan, das machen entspannten.
Er versucht dann Abzeichen zu holen und dann zu verschwinden. Aber ich finde, die können den Duo-Modus ruhig drinnen lassen. Ja, finde ich auch. Ja, jetzt müssen wir uns dezent beeilen, ja, das weil die Zone uns jetzt am Arsch hängt. Ja. Am besten ich setz hier Portale und laufe. Kannst du pingen, wo genau die sind? Nee, kann ich nicht. Fuck, bei mir sind selber welche. Dasselbe für mich tun. Schade. Oh. Ja, Leute, wir sind jetzt auch in der nächsten Runde. Gab eine kleine Unterbrechung, weil gerade wer bei uns geklingelt hat. Sprich, mein Dad war da und hat mir was vorbeigebracht. Und weißt du, ich trage ja gerade einen Bandana, ne? Und mein Vater sagt so, yo, bist du unter die Indianer gewandert? Und ich sag nur, nee, ist einfach entspannter zum Zocken, weil dann die Kopfhörer halt nicht so auf die Brille drücken, ne? Und das Problem habe ich gar nicht so wirklich. Bei mir ist es irgendwie andauernd so. Keine Ahnung, deswegen, ja. Und auch generell, ich trage halt gerne Bandana eigentlich. Ich weiß, was ich diese Runde mache. Eine Scout 7 Runde. Und wo ich in der letzten Runde schon einen Scout hatte, aber wir machen doch keinen Scout 7, wenn man schon mal eine 301 findet. Oder die Fight nur mit wem anders. Wir können uns höchstens einmischen. Aber abstauben, ja, könnten wir eigentlich machen. Warte. Einer ist gerade hier unten. Ich bin genau auf die Etage geflogen beim Runterfallen. Sprich, die sind ganz unten, fast ganz unten. Ja, ich hab gerade mega Scheiße. Ja, genau. Ja. Nein. Ah. Ja, okay, Leute. Das waren zwar jetzt nicht die besten der besten Runden, aber es waren Runden und ich werde so viel wie möglich reinschnippeln und generell davon nehmen, weil mit Johannes. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like oder. Schaut auch bei Flo vorbei, der, ich weiß nicht, ob er es noch heute bringt, immer wieder ein Video raushauen will anscheinend. Und ja, willst du noch was sagen, Johannes? Nö, eigentlich nicht. Dann sag ich mal ciao. Man nennt mich Shinichi Kuto, ich bin Schülerdetektiv. Schnappe diese Mörder, Sherlock Holmes, ein Genie. Bin durchaus begabt, in Tokio ein Star. Die Polizei ruft mich, wenn sie nicht weiterkommen kann.